with me, Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Valheim Ausgabe 10 mit Ori Christian, der hier weiterhin versucht, seine Festung auszubauen, mit dem bitteren Ergebnis, dass ich den Turm der letzten drei Videos, die ich damit verbracht habe, hier umzubauen, ja doch wieder abreißen musste, weil oben irgendwie nichts gehalten war, wie es halten sollte. Ja, da mit der Statik beim Turmbau kennt sich Ori Christian noch nicht so aus, das hat er in der letzten Episode leider lernen müssen. Und da war ich genervt, dass ich halt den ganzen Kack wieder abgerissen habe. Was ich am Ende des letzten Videos hier erzählt habe, ist, dass ich vermisse, dass wir so eine senkrechte Leiter haben, um hier so einen Turm zu bauen. Eins, was ich jetzt versuchen könnte, normal, aber überlegen, dass ich jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, dass wir jetzt, wenn ich jetzt hier mal eine Leiter nehme, ich baue jetzt die Leiter hier so ran, ja, warte, habe ich jetzt kein Holz bei oder was? Kommt doch jetzt Holz einsammeln hier. Ach, ich wurde wahrscheinlich in eine Truhe gepackt. Moment. Hier liegt Holz drin. So. Dass ich erstmal hier am Rand hier wahrscheinlich erstmal versuchen. Ich werde mal versuchen, eine Leiter erstmal hinzustellen. So. Zack. So. Und dann hier nochmal eine Leiter. Nochmal eine Leiter, so als Beispiel. Und jetzt könnte ich versuchen, ich nehme mal jetzt hier ein Stück Boden. Mach ein bisschen Fallschaden, das ist okay. Wenn ich jetzt vielleicht mal so versuche, den Dings zu bauen. Halt. Ah, das war natürlich klar. Ich gehe mal da hoch, vielleicht hält das ja. Vielleicht aber auch nicht. Was ich jetzt versuche. Hey! Das ist mal runtergefallen. Hammer schon wieder kaputt. Ich hab nur einen zweiten dabei. Wo ist er? Ich hab nur einen zweiten. Ah, hier auf der 6 ist er. So. Guck, ob mein Plan aufgeht. Nein. Nein. Jetzt bin ich hier im Weg. So. Das könnte ja eventuell funktionieren. Ups. Jetzt bin ich gestorben, weil ich zu wenig Energie runtergesprungen bin. Danke, Christian, das hast du gut gemacht. Aber zum Glück bin ich zu Hause gestorben. Das ist nicht so schlimm. Das hört sich jetzt auch völlig falsch an. Jetzt kommen bestimmt irgendwelche Leute, die Suizid zu Hause mehr haben und fühlen sich benachteiligt hier. Ich bin jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Suizidist oder sowas. Da ich mich über die lustig gemacht habe. So, komm mal her. Zack. War jetzt natürlich ganz schlecht. Ah, da ist er. Da liege ich. Da liege ich. Guck mal, ich kann mich selber. Jetzt könnt ihr mich quasi selber. Wenn ich eine nekrophile Ader hätte und sehr narzisstisch wäre, könnt ihr mich jetzt hier selber. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde das nicht aussprechen. So. 6 Hammer. Und jetzt. Ich hab das hingehauen. So. Dann machen wir es eben so. Eine ganz einfache Nummer hier. Hier die Leiter hier. Ist hoch. Na, jetzt ist er gesichert. War zwar nur auf einer Seite, aber das hält er trotzdem, denke ich mal. Wie sieht's aus? Blau, grün. Hier ist er orange. Moment. Dann basteln wir mal noch. Hier einen Balken hin. Ob jetzt die Zeit reicht? Ne, reicht sie nicht. Außerdem fehlt hier ein Millimeter. So.
So. Ja, das von oben nach unten bauen ist halt okay, Problem. Ah, jetzt fällt er gleich kaputt. Jetzt fällt er gleich. So, hat doch noch erreicht die Zeit. So, jetzt müsste die Treppe aber wirklich. Hä? Wie jetzt? Drückt jetzt das Gewicht der oberen. Okay. Dann lassen wir das an dieser Stelle. Die Treppe scheint ja trotzdem stabil zu sein. So, wie sieht's hier aus? Der reicht nicht bis zum Boden, wie man sieht. Da machen wir jetzt mal die halt die Spitzhacke auf 5. Und hebt mal so ein bisschen an hier. So, jetzt sollte jetzt auf jeden Fall halten. So. Ich hätte gleich mal so simpel bauen sollen. Denn jetzt kann ich hier nämlich meine Bretter ansetzen. Hoffentlich erfolgreich. So, also Turmbau zu Babel Teil 4. Oh, haben wir schon wieder kaputt. Mann! Ach nee, immer noch kaputt. So, ist richtig. Ich hab ja 2, ja. So, und jetzt könnte man doch eventuell theoretisch. So. Natürlich, jetzt fehlen jetzt hier die. Ah, jetzt zeigt das im Wichebaut, wa? Ja. Das wird auch herunterfallen. Mal her, alle nochmal einsammeln hier. Gut, dann lasse ich das erstmal so primitiv. Dann neckt mich hier am Hintern. Dann wird er beim nächsten Regen einfach nass und fettig. Oder aber. Wir basteln da was hin. Da was hin. Ah. Ich stehe auf meiner Palisade drauf. Das hat jetzt an den Füßen ein bisschen wehgetan. Nee, das ist völlig falsch. Das kann man nicht nehmen. Obwohl, vielleicht ja doch. Also. Und jetzt basteln wir mal noch. Da was hin. Ah, schon wieder kein Holz mehr. Ach, 6 war das. Da ist nichts mehr drin in der Kiste, aber hier haben wir ein Holz. Das weiß der Onkel. So. Machen wir es eben so. Quatsch. 6. So. So, jetzt müsste das Dach hier auch halten. Wir bauen trotzdem noch unsere Querstreifendingens hier drin. So. Und hier auch nochmal. Oh. Hier nochmal. Und hier auch nochmal. Dann machen wir hier auch nochmal. So. Das war jetzt ein sehr kleiner Turm. So. Oh. Dann machen wir weg. Jetzt kommt die runter. Gut, dann machen wir es halt auf eine ganz primitive Art und Weise. Das ist jetzt hier mein neuer Turm. Oh, es hat den Boden ein bisschen zu stark angehoben, aber ist egal. Und basteln hier auch nochmal. Jetzt ist es stabil. So, hier auch nochmal ein paar Querstreben drin. Ihr ballert. So. So. Hier oben auch nochmal. So, weil jetzt die hält, dann weiß ich auch nicht, ey. Halt. Nicht gerade.
Jetzt ist es gerade. So, jetzt hält er aber hoffentlich. Und hier auch nochmal zur Sicherheit. Jetzt nochmal ein kleiner. Hier hin. Halt. So. Hält. Zeig er doch einen kleinen Turm. Und auf, so, und auf Grundlage dieses Gerüstes könnte ich doch jetzt den Turm weiter ausbauen. Wenn jetzt nicht der Stein hier im Weg wäre. Jetzt mal angenommen, ich würde hier so hier noch ein Dings hin basteln. Hier noch ein Ding hin basteln und hier noch ein Ding hin. Ah, okay, jetzt bin ich im Weg. Hier noch ein Dings hin basteln. So, und dann hier nochmal. Damit ich wenigstens. Grundgerüst hätte ich mal vorher gleich so machen sollen. Aber man lernt halt nie aus. Ich dachte, ich bin. Oh, wieder fällt das Holz. Das ist doch nicht euer Ernst. So viel Holz hier gerade. Perfekt. Also ich kann es nicht lassen, ich muss weiter probieren. So. So. Nur, dass da jetzt dieser Kackstein im Weg ist, lebt mir gerade ein bisschen auf den Sender. Aber ich habe ja Eichtür noch nicht besiegt, weswegen ich den Stein noch nicht kaputt kriege. Weil ich habe natürlich die entsprechende Ausrüstung noch nicht. Ah, hier. Aber ich kann durch den Stein durchbauen. Das ist natürlich erst logisch. Klasse. Ich hab das Holz durch den Stein durchgebaut. Na gut. Hier alles schön stabil machen. Wenn immer klappt, klappt dann nochmal. So. Hier auch nochmal so einen Balken drin. Und jetzt machen wir den Boden. Sieht halt ein bisschen sehr karohaft aus. So. Okay, der Stein liegt jetzt zwar in der Mitte. Das ist natürlich jetzt ein Grafikfehler hier. Aber ich will ja halt. Ich will halt nicht aufgeben. Ich will meinen Turm haben. Na, ich will meinen Turm. Deswegen muss ich hier eine äußerst stabile Konstruktion bauen. Und jetzt sind Beta-Hammer kaputt. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir sie wieder Beta-Heil. Und zum dritten Mal baut der Onkel einen Turm, bei dem er denkt, dass er halten wird. Ja. So. Nochmal kleine Querstrebe hier. Zack. Meine zwei Balken können sich doch bestimmt gegenseitig stützen, oder? Genau. Sieht doch schon in den Süd aus. Drei Folgen nur Turm bauen. Alter, Christian ist wirklich ein Baumeister, den man, wie man ihn nur selten sieht, wie man so schön sagt. Jetzt könnt ihr mich mal beim Lernen sehen, dass ich halt doch ziemlich lange brauche, um was zu begreifen, wenn es sein muss. Aber dann sitzt das auch, wenn ich was begriffen habe, denke ich mal. So, dann machen wir hier mal nochmal weg, sonst kommen wir nicht mehr durch. So, den lassen wir mal weg da. Genau. So. Jetzt könntet ihr mich so Stück für Stück hier meinen Boden nämlich ausbauen. Na, ihr seht, das ist alles jetzt schön passend und abgepasst hier. Da lege ich jetzt hier den nächsten Boden, wo man dann wissig hoch. Kennst du genau an den Knotenpunkten hier?
wo ich halt meine nächsten Links hinbauen müsste. Nämlich hier. Das Ganze soll jetzt nur als Stabilität Dingens hier herhalten. Damit der Boden mir nicht runterkracht. Den ich oben ransetzen möchte. So. Und wie ist das Holz alle? Alter. Hilfe, Leute, ich werd verrückt. Aber wir haben ja noch genug da. So ist er nicht. Bauen wir hier eine Fackel hin, damit ich ein bisschen Licht habe. Bei Möbel war das, glaube ich, genau. Fehlt eine Voraussetzung, dann fehlt ja jetzt noch Stein oder was? Harz fehlt, okay. Klar, das muss ja irgendwie brennen. Das hatte ich, glaube ich, hier mal drin geschmissen. Genau, da ist es. Wenn es ausgegraut ist. Ich trage zu viel, ich weiß. Keine Sorge, das haben wir gleich erledigt. Wie aussieht, wenn er zu viel trägt. So, jetzt fehlt das aber. Und hier auch nochmal ein bisschen Licht. So, wir brauchen noch ein Licht zum Bauen, wenn wir schon nachts unterwegs sind. So, und jetzt hier nochmal zum Bauen. Den hier hoch. So. Das Ganze ist jetzt nur die Konstruktion, damit der Turm stabil bleibt. Mensch! Hat der schon wieder falsch gerastert hier. Genauso soll es laufen. So, schauen wir mal. Da müsste ich ja logischerweise und auch konsequenterweise hier hoch. Was der Sinn macht, ne? So. Da noch einer hin. Reicht das auch für da hinten in die andere Ecke oder muss ich da auch noch eine Leiter hinbauen? Nö, Entfernung reicht noch. Da reicht das auch noch bei der Entfernung. Und bei der Entfernung auch noch. Und von hier aus auch noch die Seite. Jawohl, geht doch. Dann müssen wir hier natürlich online hinstellen. Und hier auch noch. Halt. Das alles nur, damit ich oben festen Boden unter den Füßen habe. Ja, witzig. So. Damit ich auch ja hier, weil ich den Boden baue, genug Material habe, dass das auch stabil bleibt. So, jetzt machen wir erstmal den ganzen Quark hier befestigen. Mit Querbalken. Zack. Hey, was ist jetzt schon da los? Hier soll nicht kaputt gehen. Dahin habe ich was. Deswegen baue ich das nicht, dass es hier alles wieder zusammenbricht. So. 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 Okay, weiter geht's. Dann hier nochmal quer. So. Jetzt könntet ihr mich theoretisch um den Boden machen und dann müsstet ihr alles ja meines Erachtens nach jetzt bündig abschließen. Wenn ich richtig aufgepasst habe. Hier fehlt noch einer. Und logischerweise hier auch noch. So, zack. Zack. So, da noch eben hin. Da noch eben hin. Da noch eben hin. Hier natürlich auch noch. Genau, so, und jetzt
Wenn ich jetzt hier den Boden ansetze, halt. Dabei sollte ich lieber nicht laufen, sonst falle ich runter. Jetzt hier den Boden ansetze, dann brauche ich bloß noch. Ganz genau, das war das Ziel. Ich hab's ja nicht gekriegt. Ja, oder wollte ich machen? Also, hier weiter schön. Weil ich jetzt erstmal komme, mit dem Holz, was ich noch habe. Schön den Boden ausbauen. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann kann auch nämlich das scheiß Dach da weg. Weil das mache ich dann nämlich neu. Turmbau zu Babel, die Trilogie oder so ähnlich. Vielleicht den ganzen Quark hier. Mal gucken. Oh, da bin ich im Weg. Also, nochmal. Da. 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 So, mal schauen, wie viel Holz wir noch haben. Ah, okay, da brauche ich gar nicht mehr schauen. Das ist erledigt. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. 208. 308. Mal das Fleisch raus, 304, dann machen wir das hier raus. Jetzt passt das wieder. Junge, dass der Feuerstein so viel wiegt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. So, 3. Zack. Zack. Da müssen wir halt eben so machen. Jetzt können wir hier den Boden bauen und dann sollte der Boden auch stabil liegen und auch halten. Ah, jetzt hab ich mir fast gedacht, er ist nicht ganz bündig. Machen wir halt so. Ne, so jetzt auch nicht. Okay, dann machen wir erstmal mit den Dings weiter. So, wurde nämlich schon eher was. Da habe ich noch die Fläche, um das einrastern zu lassen. Und dann geht auch der Bodenbau. Genau. Dann machen wir das so. Das war jetzt wirklich deutlich schlauer von mir. Das muss ich echt zugeben. Auch wenn es jetzt sehr lange gedauert hat, bis ich das begriffen habe. Hier fehlt noch ein Querbalken, kann das sein? Ja, so. Jetzt werde ich jetzt hier den Boden. So, soll ja alles in der Richtung hier alles schön in der Linie sein. So, hier auch nochmal die seitlichen Balken dran geballert. So. So, Welt gespeichert. Jetzt habe ich meinen Turm ja doch neu gekriegt. Damit es hier abgeschlossen aussieht, machen wir hier auch noch was hin. Ich hoffe, dass es jetzt so richtig ist. Aber sieht ganz danach aus. Sehr schön. So. Ach, haben wir ja schon ausgewählt. Zack. Zack. Ich bastel mal noch eine Fackel hier oben hin, aber um Licht zu haben. So, schon besser. So, bin wieder fast am Limit angekommen, was meine Folge betrifft. Aber nur fast. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das war der Hammer Nummer 1, der kaputt gegangen ist, aber wir haben noch einen zweiten dabei. Halt, warte mal. Hat zwar schon richtig gelegen, also zumindest höhentechnisch, aber die Ausrichtung war falsch. Warte mal. So, wir wollen längs. Ja, also aus dieser Position ist es längs, jetzt so ist es natürlich quer. So ist das richtig. So. Hält doch alles. Braucht keine weiteren Streben mehr hier oben. Jetzt, was ich als Bus noch machen muss, ist das Dach. Und dazu brauche ich das erstmal wieder runter.
Oh, erstmal weg hier. Ich meine, die werden die Dinger bestimmt nicht wieder hinbauen, aber ich muss mal jetzt gucken, wie ich das mit dem Dach am besten mache. So. Vielleicht. Ich nehme die erstmal wieder weg. Aber ich bin sicher, ich muss das da nochmal hinbauen. Aber. Ich will ja auch erstmal das Dach hinkriegen. So. Zack. Zack. Hier. Na, du genau. So. Bin mir sicher, ich brauche auf jeden Fall zwischendurch. Ja, ich habe ja keine andere Wahl, als hier doch mal alles zu festigen. So. Jetzt noch mal in höher, um das, weil sonst wurde ein bisschen zu niedrig. Wir brauchen also noch mal eine Leiter. So. Was sagt mein Holz? 2 von 50. Das heißt, wir sind echt wieder am Ende angekommen, was unser Holz betrifft. Habe ich jetzt noch was mit dabei oder habe ich jetzt alles, was wir braucht? Habe alles, was wir braucht, wie es aussieht. Hier vielleicht noch was. Nee, drüben vielleicht mal Holz hier sammelt oder lagert hier in der Kisten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hier nicht. Gut, du musst auf jeden Fall wieder Holz fällen gehen, aber das machen wir in der nächsten Episode. Mein Turm ist erstmal soweit fertig für diese Episode. Ich merke gerade, dass jetzt der Tee wieder ausgekippt werden will, den ich vorher getrunken habe. Dann setzen wir mich nämlich hier noch einen drauf und dann muss ich mal gucken, wie ich das Dach baue, dass ich hier meinen Aussichtspunkt habe. Ich meine, ihr könnt ja vielleicht eventuell noch eine Etage bauen. Ich überlege noch, ob ich noch eine Etage baue. Auf jeden Fall brauchen wir nochmal sehr viel Holz. Das ist ganz klar. Gut, ich bedanke mich für's Zusehen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich dir das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.